Willkommen zurück zu meinem Thief Comparison. Wir schreiben ja das Jahr 1862 in unserer Thief 2 Partie. Und ihr seht, wir sind am wunderschönen Ausbauen unseres Landes. Also infrastrukturmäßig sind wir schon relativ gut drauf. Wir verbreiten uns auch weiterhin wie so Schwämme über das Land. So, das haben wir gesagt, bleibt hier in Oakland. Du nimmst den mit. Spice. Ah, Spice muss ich auch nochmal nachschauen, wo der hingehört. Zu den Zulus. Allerdings, ich habe keine Ahnung, wo die Zulus wohnen. Die habe ich echt noch nicht gefunden. Nicht wirklich zumindest. Okay, ist ja wurscht eigentlich. Auf jeden Fall sind sie weiter oben. Du bleibst da in der Gegend und kümmerst dich um die Fahrt zwischen den einzelnen Gebieten hier. So. Da haben wir noch gar keine Straße, keine Eisenbahn. Das war nicht sehr fürsorglich von uns. Du machst hier ein Fortify. Dich lösen wir auf. Ah, schade. Das war zu viel. Naja, wurscht. Ist nicht so tragisch. Wir haben jetzt mehr oder weniger dieses ganze Gebiet hier unter unserer Kontrolle. Jetzt fehlen nur noch diese zwei Städte und wir haben den ganzen Kontinenten besiegt. Als nächstes wollen wir Zinzunzen erobern. Jo, was mache ich mit dir? Dieses Gebiet brauchen wir uns nicht mehr kümmern. Machen wir da weiter. Kumi braucht mehr Farmland. Gut, du hast Kohle dabei, das bringen wir nach Washington. Haben wir gesagt. Geh weg mit deinem bescheuerten Partisanen. Ah, die Sioux greifen uns jetzt gleich an. Doch nicht. Die haben nur Dings, die haben nur eine Revolution gehabt. Wahrscheinlich haben die Leute sich nicht so Fürstenfeld. Wo ist Fürstenfeld überhaupt? Gute Frage. Ist mir eigentlich relativ egal. Fernab vom Schuss auf jeden Fall. Wir brauchen einen Marktplatz als nächstes. Okay. Ist auch okay. Ist auch okay. Ingenieursimbrundisium, das ist wichtig. Boah, das Gebiet ist noch schlecht entwickelt. Ah ja, stimmt, das ist da im Süden. Bauen wir mal ein Aquädukt, sicherheitshalber. Bauen wir mal auf Verdacht hin. Den Ingenieur sollte jetzt das Farmland dort auch, also das bewässerte Gebiet dort auch größer werden. Liberei. Da brauchen wir definitiv einen Harbor in Kufstein. Yay. Was brauchen wir dort als nächstes? Eine Bank, eine Fabrik. Und wir lösen das da auf. Mehr als zwei Einheiten pro Stadt brauchen wir echt nicht.
Und da haben wir noch diesen Partisanen da hinten rumhängen, der uns davor schützt, dass noch mehr von diesen blödsinnigen Typen daherkommen. So, kill dir. Sewer System. Yay. Noch mehr große Städte. Offshore-Plattform ist dort auf jeden Fall auch nicht schlecht. Das hat relativ viel Wasser. Boston-Port, eine Stock-Exchange. Als nächstes bauen wir vielleicht einen Hafen. Oh, wir haben schon einen Hafen. Machen wir. Oh, warte mal, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nee. Sowas System müssen wir dort machen. Irgendwas kaufen gleich. Vielleicht schaffen wir es dann noch sogar zu wachsen, diese Runde. Eine Universität in Graz. Somit ist Graz schon mehr oder weniger voll. Viel kann man dort nicht mehr bauen. Bauen wir auch einen Frachter, wir haben Wein und Öl da. Nein, nicht Verschmutzung. Ach weh. So, dann machen wir da als nächstes was. Wir bauen eine Stadtmauer. Das ist so quasi, ist mir zu riskant. So. Wir machen Wait. Wir machen Wait. Wait. So, jetzt haben wir die vier Sachen, die da drinnen waren. Und wir fahren wieder Richtung Su. Ah, da ist noch einer drinnen. Den habe ich nicht mitgenommen. Naja gut, das ist aber vielleicht eh nicht so schlecht. Der kann nämlich da irgendwelche Solo-Einheiten kaufen, falls die blöd werden. So, die Kohle bringen wir hierher. Hier warten wir mit dir. Du gehst nach Salzburg. Keep moving. Und von Salzburg steigen wir aufs nächste Schiff. Und das fährt nach Wiener Neustadt. Yay, haben wir geschafft. So, das nächste Gebiet, das wir verbessern werden. Vom Tundra in Steppe. Nein, nicht Steppe, ich weiß nicht, Plains heißt das also. Ja. Okay, ah, da ist Fürstenfeld. Ja, New York ist mehr oder weniger ausgebaut, was das betrifft. Das heißt, worum kümmern wir uns als nächstes? Philadelphia, Buffalo. Ah, machen wir Philadelphia weiter. So, Partisan, ich werde dich noch kaufen. Malinalco. Wenn ich da die spenden, auf jeden Fall. Da hinten haben wir gesagt, machen wir auch noch eine Stadt hin. Ich frage mich nur gerade, wo am besten. Ach, machen wir es ganz am Eck und aus. Da unten haben wir noch Gebiete, wo wir Städte hinbauen können. Weiß ich wenigstens, wo ich mein Dings, wo ich mein Schippernackel, das ich hier stehen habe, hinschicke. Das wird da die
diese Leute wieder von A nach B bringen. Du bleibst hier. Spice ist aus Kitzbühel. Wie kommen die daher? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, da ist Kitzbühel. Ach Gott. Ich bin so doof. Okay, wo gehen wir hin mit dir? Spices, Supply and Demand. Solos haben wir gesagt, genau. Oder Buffalo, Neapel, Kumeh. Kumeh klingt gut. Das heißt, du gehst einmal nach Iro Castle. Da drücken wir auf S und dann fahren wir mit dem Schippernackel rauf. So. Na bitte. Linz, Eisenstadt, Innsbruck, das Städten und Oakland sind schon verbunden. Ah ja. Da haben wir die Pollution und die müssen wir uns auf jeden Fall als erstes kümmern. Pollution ist schlecht. Da brauchen wir eine Straße, sicherheitshalber. Na super. Das zu unserem süßen kleinen Spion. Ist eh klar, blöde Berge. Boah, die Su sind aber auch ganz schön weit verbreitet. Und ganz schön weit weg von ihrer Hauptinsel. Nein! Ach, gemist. Ah, das tut weh. Ach, weh. Das war ein schlechter Zug. Sehr ärgerlich. Solo und Su, die Clairvoyant Nietzsche, oder? Das ist mir auch recht. Tudor Builds Engineers. Ach ja. Was machen wir in Tula als nächstes? Fighters? Nein. Aquädukte? Nein, Marktplatz. Wieso habe ich da all dieses Zeug in Tula, aber keinen Marktplatz? Muss irgendeine eroberte Stadt sein. Natürlich ist es eine eroberte Stadt, das heißt Tula. Tula gibt es nicht in Österreich. Wo ist das überhaupt? We love the Chancellor is cancelled. Na gut. Faktorei. Das war schlecht. Ja, das ist der Nachteil, wenn man so spielt wie ich. Zu wenig. Wir können auch gar keine Flotte haben, die da draußen rumfährt und den Typen beschützt, weil das macht unsere Leute unzufrieden. Okay, wir könnten natürlich eine gewisse Flotte haben. Wir haben das Radio entwickelt. Supi. Advanced Flight. Bomber und Carrier. Sehr gut. Mit dem Automobil geht Dings kaputt. Leonardo kaputt. Das ist schlecht.
Oh, es gibt Schlimmeres. Ich glaube, in Odorf, das ist auf der Insel, wenn wir gleich einmal einen Airport bauen. Das ist gleich gar keine schlechte Idee. Dort haben wir nämlich, glaube ich, einen Typen, der dort nicht mehr hinpasst, nachdem der Airport fertig ist. Also brauchen wir da auch mal einen Airport, sicherheitshalber. Da haben wir nämlich auch einen auf der Insel. So, System. Da brauchen wir auch gleich einen Airport. Na, schau was an. Ein Coastal Fortress hier. Linz baut auch einen Airport. Ein Supermarkt für New York. Wir haben Sulu-Städte entdeckt. Ich glaube, wir werden diese Stadt subverten. Es kostet zwar ein Tausender, aber es gibt keinen Kriegsgrund gegen uns. Und als nächstes mal ein Ingenieur. Wichtig, wir können dann gleich, ja, wir können dann gleich diesen Typen wieder darauf bringen. Ich glaube, die Su sind sowieso, Su und Sulu sind, glaube ich, die größte Herausforderung für uns. Und wenn ich da oben mal anfange, die Städte da eine nach der anderen wegzukaufen, ist schon mal ganz gut. Sie werden uns zwar relativ bald dann wieder den Krieg erklären, deswegen kann ich durchaus nachvollziehen, dass sie das tun. Ach, Mist. Das war nicht gut. So, wohin haben wir jetzt gesagt? Bringen wir die Spices. Egal, wir haben sie nach Iro Castle geschickt. Ah ja, stimmt, nach zu den Sulu rauf. Ah, warte mal. So. Ah, das war ein Blödsinn. Ich hätte ihn doch gleich raufschicken können nach Iro Castle. So, wo wir hin? Da hier bauen wir die Stadt, oder? Hannover? Nein. Links und H oder Brunn haben wir schon. Horn? Haben wir Horn schon? Ich glaube nicht. Machen wir das so. Ach, da ist Tula.
so moralischsten als möglichen Straßenhaus. Gut, dann haben wir jetzt das. Da gibt es noch was für San Francisco zum Ausbauen. Oh, die Kohle. Schicken wir mal dahin. Dahin. Und auf nach Washington. Na bitte, Gmünd nach Washington. Ein Kohlehandel. Wir brauchen wieder ein paar mehr Spione. Ja, 1864, ich glaube, wir sollten langsam wieder aufhören. Okay, an dieser Stelle, Herrschaften, sage ich euch wieder Tschüss. Wir sehen uns. Oh, schauen wir uns zuerst das Gebiet da oben noch ein wenig an. Wir sehen uns gleich wieder bei C5. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Willkommen zurück jetzt auch bei C5, dem zweiten Teil von meinem Chief Comparison. Unser Krieg gegen die Shoshonen läuft nicht super, aber auch nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Deveremos prosperar através do comércio? Natürlich machen wir doch klar. Du bist nur unsere Forschung. Ach verdammt. Sie haben Bogota erobert. Und eine Einheit von mir getötet. Nicht gut. Und einen Handelsweg geplündert. Nicht gut. Die haben tatsächlich Bogota eingenommen. Das ist ärgerlich. Vielleicht sollten wir unsere Aufmerksamkeit eher auf Bogota richten jetzt. Ich werde zum Sagen. Du musst dich mal heilen. Oh, wir können da eh so angreifen. Das ist ja lustig. Du heißt auch. Du bist daher zum Heilen. Na.
plündern wir mal. Wir machen mal Sachen kaputt. Darin ist mal gut. So, wir brauchen einen neuen. Achso. Bautrupp, du gehst auch da runter. Okay, in zwei Runden kriegen wir jedes Feld dazu. Ich jetzt. Jetzt baust du das daher, wo ich darauf gebaut habe. Du Schwammerl. So. Schauen wir mal. Olá! Ach, du brauchst keine Krabben mehr. Estou ouvindo. Ärgerlich. Ja, ja. Und tschüss. Das ist echt schlecht. Bogota wäre schon sehr gut, wenn wir hätten. So. Da ist Bogota. Da ist noch ein zweiter. Was ist mit dir? Komm mal daher. Muss zugeben, wir sind jetzt nicht unbedingt die größten Helden. Was das betrifft. So. Montreal, bauen wir mal ein Langhaus. Da, ja, Mist. Habe ich da auch schon einen hier geschickt? Wahrscheinlich nicht. So, Gendarmerie. Dann bauen wir da als nächstes noch einen Frachter. Frachter ist gut. So, und damit hätten wir es schon wieder diese Runde. Das ist schneller vorbei, als man denkt. Ja, für die C5-Partien brauche ich einfach nicht so lange. Schon allein deswegen nicht, weil nur ein, weil ich nur einen Zug machen muss, um die gleiche Zeitspanne abzuarbeiten. Na gut, Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.